Einen guten Abend allerseits. Dass sich nicht nur an und in diesem Haus einiges getan hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte, das werden alle wissen, die diese Woche Tirol heute geschaut haben. Auch beim Arno hat sich einiges getan. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich den Arno näher oder detaillierter beschreibe oder einführe. Das wird er selber machen. Ich darf jetzt das Wort übergeben an den Leiter des Out, Arno Ritter. Okay. Ja, herzlich willkommen zu dem Beitrag ORF. Kleine Anekdote, wie die Theresa André im Out war, um das Interview zu machen, hat sie als erste Frage mich wegen dieser Dach, Satteldach, Flachdach, Walmdach gefragt. Und ich habe mir gedacht, was hat das mit 30 Jahren Out zu tun? Und am Abend, ich schaue mir normalerweise solche Beiträge nicht an, weil ich sehe mich nicht gern im Bild. Und dann habe ich mit meinem Sohn Tirol heute angeschaut und dann hat er gesagt, was, so hast du einmal ausgeschaut. Also es war auch für mich ein Schock, dass ich ehemals noch Haare gehabt habe und so weiter und so fort. Ja, danke fürs Kommen. Ich hoffe, dass ich heute das einhalte, was ich normalerweise immer Vortragenden im Vorfeld sage, nicht länger als eine Stunde. Ich habe aber einige Filme eingebaut, das heißt, da kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen und nur schauen. Da werde ich auch fast nichts reden. Basis meines Vortrags ist auf der einen Seite, ich habe zwei Einladungen 2012 nach Wien gehabt, zur ZV einen Vortrag zu halten. Ursprünglich wollten sie, dass ich über die Biennale was sage, aber da sie nicht fertig gedacht und konzipiert war, habe ich mich dann entschieden, etwas über das Thema Architekturausstellen zu sagen. Und der zweite Vortrag, der 2019 auf der UdK in Berlin, von der Bettina Götz eingeladen. Und normalerweise schaut man nie in die Vergangenheit. Also ich bin immer ein, zwei Jahre im Vorfeld, also in Vorplanung. Und dann musste ich mich meiner Vergangenheit oder der Vergangenheit des Outs stellen. Und das war die eine Basis. Die zweite Basis ist, dass ich 29 Jahre lang das Privileg gehabt habe, unglaublich tolle Leute kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten. Also es ist ein breites Feld von Architektur, Design, Grafik, Kunst und Film und Fotografie. Das heißt, bis zum Wissengrad ist, meine Rolle kann man nicht studieren. Meine Rolle habe ich irgendwie zufällig bekommen und habe eigentlich über den Umweg der Zusammenarbeit mit vielen sehr guten, kreativen Menschen eigentlich wahnsinnig viel gelernt und es hört nicht auf. Insofern verstehe ich mich selber auch nicht als Kurator, sondern als jemand, der versucht, Dinge möglich zu machen. Und der heutige Vortrag wird auch nicht 30 Jahre chronologisch umspannen, sondern es ist ein bisschen auch die Basis eines Essays, den ich für eine Publikation geschrieben habe, mit dem gleichen Titel, wo ich versuchen möchte, Ihnen aus meiner Erfahrung und der Beobachtung eine Phänomenologie des Themas, was heißt Architekturausstellung, näher zu bringen. Anfangen möchte ich mit dem ehemaligen Ort, wo ich 1995 hingekommen bin, das Architekturforum Tirol in der Erlerstraße. Und mich haben drei Personen, eine Künstlerin und zwei Künstler, die ich damals in dieser zehnjährigen Aufbauphase geprägt. Das war die Brigitte Kovans, die in den Fensterscheiben, und es ist ähnlich die Situation eigentlich wie hier, interessanterweise, also wir sind einen Geschoss höher, wir haben die großen Fenster, wir sind ein Bestandteil der Stadt und doch irgendwie nicht, hat die Brigitte Kovans in den Fenstern, in der Proportion der Fenster eine permanente Installation realisiert, die dann, nachdem wir ausgezogen sind, ihr wieder überantwortet worden sind. Die zweite Ausstellung, wir haben leider, und das muss ich echt sagen, in der Vergangenheit haben wir nicht wahnsinnig gut dokumentiert. Das war der Hermann Mayer Neustadt, dann mittlerweile auch die Brigitte ist verstorben, auch verstorbener Künstler aus München, weil
wir sollten ja, wir wollten ja kein Raum für Kunst sein, sondern ein Raum, der Themen der Architektur behandelt, und das schließt nicht andere Sparten der Kreativität aus. Und damals war das, der Hermann Mayer-Neustadt hat den Grundriss der Wohnungen über uns mit den Regalgrundrissen des Billers in der Mitte des Raumes verschnitten. Das heißt, diese Umsetzung eines Konzepts, eines räumlichen Konzepts in einen Raum. Und die dritte Prägung war der Hans Dragositz, der 2003 auf Millimeterpapier den Raum vermessen hat und mit drei unterschiedlich langen Neonröhren den Raum strukturiert hat. Das war eine der witzigsten Ausstellungseröffnungen, weil man musste durch dieses Labyrinth gehen. Die Leute sind ganz, wie soll man sagen, ganz sachte gegangen. Und was ich nicht gewusst habe, und das sieht man jetzt auf der, aber das ist wahrscheinlich mein physikalisches Unwissen, es hat sich hier ein durchgängiger Schatten im Raum gebildet und den Raum zoniert. Das war während der Aufbauphase in dem Raum. Und da man sich oft verplappert, wenn man frei redet, habe ich jetzt was vorbereitet. Das ist eine Überarbeitung dieses Essays, und ich werde dann bei den anderen Slides dann darauf eingehen. Architektur ist ein synästhetisches Phänomen, das nicht nur mit den Augen erfahren wird. Architektur geht im wahrsten Sinne unter die Haut, dem größten Sinnesorgan des Menschen, und wird multisensorisch wahrgenommen. Betrachtet man heute Renderings, Architekturfotografien und das Bilderrauschen in den sozialen Medien, so kann man erkennen, dass die Vermittlung von Architektur bildlastig geworden ist und alle anderen Sinneswahrnehmungen weitgehend ausgeblendet werden. In der Architekturkritik, in Ausstellungen und Büchern dominiert die Sprache des Sehens und des geschönten Scheins, meist ohne Spuren des alltäglichen Lebens. Auch die VR-Technologien reduzieren Raum auf ein rein optisches wie akustisches Phänomen. Insofern spielt für mich beim Konzipieren von Ausstellungen eine zentrale Rolle, wie man unterschiedliche sinnliche Aspekte von konkreter, letztendlich aber physisch abwesender Architektur in einen Raum abseits auch von Bildmedien haptisch, materiell, atmosphärisch, akustisch oder olfaktorisch übersetzen kann. Welche Sinne kann man wie aktivieren, um unterschiedliche Wahrnehmungen von Architektur anzubieten, die entweder bewusst rezipiert oder nur subkutan empfunden werden? Es geht dabei um das Erzeugen einer konzeptionellen wie atmosphärischen Dichte, die berühren und das Abwesende vermitteln sollte. Im Idealfall werden möglichst viele Sinneswahrnehmungen animiert, um eine architektonische Haltung so weit wie möglich erlebbar zu machen. Dabei kommen dem Verführen und Aktivieren von unterschiedlichen körperlichen Erfahrungsmöglichkeiten eine wichtige Funktion zu, ohne offensichtlich didaktisch zu sein. Denn Architekturausstellungen sind Orte der Verdichtung von gestalterischem Denken, bieten Konzepte und räumliche Lösungen an und kreieren eine Stimmung, die im Idealfall dazu führt, sich letztlich die abwesende Architektur vor Ort anzusehen. In der Konzeption geht es für mich auch darum, wie man Räume dramaturgisch in einer Weise bespielt, sodass für ein hastiges Publikum ein informativer Eindruck entsteht, aber auch eine Angebotsdichte für jene Personen vorhanden ist, die tiefer in die Thematik eintauchen und sich eventuell darin verlieren wollen. Es gibt keine bessere Anerkennung für ein Konzept, als wenn ein Besucher oder eine Besucherin ihn anfänglich andeutet, wenig Zeit zu haben, um dann Stunden später aus der Ausstellung zu kommen. Grundsätzlich stellt sich bei jeder Ausstellung die Frage, was ausgesagt werden soll, mit welchen Mitteln man eine Geschichte erzählen will. Vergleichbar einem Bühnenbild werden Versatzstücke des Realen arrangiert, um eine architektonische Aussage spürbar zu machen.
in dem unterschiedliche Objekte räumlich in Beziehung gesetzt werden oder der Raum als Thema architektonisch gestaltet bzw. transformiert wird. Letztendlich sind Inhalt und Form nicht trennbar und bedingen einander. Denn Inhalt wird Form und Form ist Inhalt. Beides zusammen bedeutet Information und Kommunikation. Nicht unbedeutend in der Planung ist der Ort und die Jahreszeit, an dem und in der eine Ausstellung konzipiert wird. Denn je nachdem, ob eine Präsentation in New York, Venedig oder in Innsbruck stattfindet, welcher kulturelle und gesellschaftliche Kontext existiert oder ob es eine Wahrnehmungsgeschichte von Architekturausstellungen gibt, verändert die Rahmenbedingungen, auf das das Konzept reagieren sollte. Auch die Jahreszeiten prägen die körperlichen Erfahrungen von Ausstellungen. Denn kommt man mit der Daunenjacke in einen Raum oder mit dem T-Shirt, wird es im frühen Nachmittag bereits dunkel oder geht die Sonne erst spät am Abend unter, kann in der Empfindung der Besucherinnen einen gewissen Unterschied machen. Und damit komme ich eigentlich, ich habe strukturiert nach Themen. Der Ort, der Raum, das Loch und die Jahreszeit. Und wir sind hier und wir bespielen eben diese Räume. Und, übrigens ist das Out-Logo aus dem Schnitt entwickelt worden von Walter Bohatsch, weil ich, wenn ich jemandem erklärt habe, bevor wir eingezogen sind, wie die Raumstruktur ist und die Abfolge, habe ich immer einen Schnitt gezeichnet, weil anders ist das nicht vermittelbar. Das ist aber auch, jeder Raum hat eine Stimmung. Dieser Raum war anfänglich noch offen, den habe ich dann nicht, glaube ich, gegen die Interessen vom Rainer und vom Erich dann geschlossen, damit wir auch einen rein, wie soll man sagen, dunklen Raum haben. Und sie kommen normalerweise hier rein. Das ist der klassische Lemming-Eingang. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, Entschuldigung, Sie können da auch reingehen. Sie können da rein, über die Fluchtstiege, und Sie können, wenn Sie da reingehen, eine andere Geschichte erzählen. Das heißt, jeder Raum hat eine Stimmung, hat eine Atmosphäre, hat eine Raumhöhe, und Sie können Geschichten erzählen, indem jedem Raum ein Kapitel ist. Das führt eben zu diesem, leider haben wir die Franz-West-Stühle wieder zurückgeben müssen, führte zu einer Ausstellung vom Andreas Übele, vom Rüdi Bauer mit der Susanne Fritscher, der ist mal oben reingegangen. Das ist eine ganz andere Art von Erfahrung des Raumes. Wir haben zweimal Ausstellungen gehabt, die so erschlossen worden sind. Das war vom Walter Angonese mit dem Manfred Alois Meyer, wo man dann so hinaufgegangen ist in die Ausstellung. Und das Interessante ist, komme ich wieder auf Künstler zurück, der erste Mensch in dem Raum, der eingeladen war, eine Ausstellung zu machen, war der Lois Weinberger, der die Öffnung aufgemacht hat. Und dann ist es losgegangen. Ja. Dann hat es Next Enterprise mit EOS, da ging es um die Proportionen 1:2, 2:1, wurde aus IKEA-Betten ein begehbarer Turm gebaut. Dann mit Bas Prinz und mit dem Milena Topalovic wurde dieser Ice Cube gebaut, der aus nur Styropor zusammengeklebt wurde. Die Valentine Treu und die Ursula Klein haben den anders verwendet, als ein pneumatisches Objekt gewesen. MVRDV haben alle wieder aufgemacht. Und was auch ortsspezifisch ist, sind unsere großen Fenster, die erstmals vom Dietmar Feichtinger mit einem Foto von einer Stimmung von Mont Saint-Michel, wo er die große Brücke hingebaut hat, nicht beklebt, das ist das Tolle, wir können das mit Magnete fixieren. Oder Lacadon Vassal, wo von Palais de Tokyo fast ein 1:1 Raumeindruck entstanden ist, der
die Proportion und diesen Raumeindruck in den Raum gebracht hat. Und was sehr schön ist, das kann man jetzt nur vermitteln durch Sprache, es geht ja hier die Sonne auf, es wandert die Sonne um das Gebäude herum, das heißt, wir sind auch eine Sonnenuhr und die Stimmung im Raum verändert sich aufgrund dieser Hinterleuchtung. Das andere war wieder Manfred Alois Mayer mit dem Angonese, die Referenzbilder, die sie gemacht haben, die für ihre Architektur und Kunst relevant war, ebenso wie eine gotische, fast fensterhinterleuchtete Bildboard gemacht haben. Und das letzte war letztes Jahr, das war von Sauerbruch-Hatten, die 2 Jahre vorher im Juni im Out waren und die gesagt haben, ist bei euch immer so heiß. Und ich dachte, ja, und das haben wir uns gewöhnt. Und die dann mit einem Anstrich aus der Gartenbautechnologie uns wirklich über den Sommer einigermaßen abgekühlt haben. Und jetzt komme ich zu 2 Büchern, die mich sehr geprägt haben. Das ist ein Gespräch zwischen Herzog Dömeron und Remy Zaug. Ist 1996 erschienen. Ich glaube, ich habe es dann irgendwie Ende der 90er Jahre in die Hände bekommen. Und ich weiß nicht, ob alle Remy Zaug kennen, ein Schweizer Künstler, der auf der einen Seite ist er von Herzog Dömeron ein Ateliergebäude in der Nähe von Basel sich errichten hat lassen. Und das zweite ist, dass er für die Architektur des Museums und von Ausstellungsräumen maßgebliche Texte geschrieben hat. Und das ist insofern auch spannend zu lesen, weil am Anfang sind die beiden Architekten extrem dominant in dem Gespräch und irgendwann mal kippt das Gespräch, wo der Remy Zaug eigentlich, wie soll ich sagen, mal die Oberhoheit gewinnt. Und nur um es abzukürzen, in dem Gespräch fragt einer von den beiden Architekten, ich weiß nicht mehr wer, den Remy Zaug, warum hast denn du die, also genau, Auslöser war, Herzog Dömeron haben Remy Zaug gefragt, eine Personalie im Centre Pompidou zu gestalten und zu konzipieren. Und auf die Frage, warum er das gemacht hat, es ist alles jetzt meine Worte, also nicht die wortwörtlichen Zitate von Remy Zaug, sagt er, meine eigene Kunst auszustellen habe ich gelernt. Andere Künstler auszustellen habe ich auch gemacht. Es gibt, ich habe sie nicht gesehen, angeblich eine legendäre Ausstellung von Giacometti in Zürich, wo ich vermute, ich kenne nur Fotos, ja, und da darf man nichts dann beurteilen auf Basis von Fotos. Der Remy Zaug hat den Giacometti verstanden und hat eine ungefähr 30 cm große Figur, weil normalerweise waren die Figuren von Giacometti immer so gesichert mit irgendwie so Preziosen, mit Glas und so weiter. Und der Remy Zaug hat die eine Figur in einen Raum gestellt. Und das, was mir jemand erzählt hat, die Figur den Raum besetzt. Also, ja, und dann auf die Frage, warum er die Architekturausstellung für sie gemacht hat, hat er gesagt, ja, mich hat interessiert, was bedeutet das? Und so sinngemäß sagt er dann, tendenziell werden Architekturausstellungen besetzt mit Abfallprodukten der Produktion, also Skizzen, Modelle, Pläne, und Abfallprodukten der Kommunikation, Fotos, Filme, Texte, aber das Eigentliche ist abwesend. Und das hat mich wirklich geprägt. Also es ist so einfach formuliert und so klar eigentlich auch verständlich, dass es dann schon Irritationen ausgelöst hat. Das zweite Buch ist Johanni Palasma, ein finnischer Architekt, der dann eigentlich, wie soll man sagen, sehr stark ins Schreiben und also eigentlich ist es der finnische Achleitner, würde ich jetzt mal sagen. Und aufgrund von Georg Bendel, wo wir vor 2 Jahren in Finnland waren, war das wirklich ein absolutes Privileg, den Johanni Palasma im Atelier vom Aalto kennenzulernen. Und ist ein unglaublich interessanter, witziger Mensch. Und er hat dieses Buch geschrieben und es ist eigentlich ein Plädoyer gegen diese okulare Dominanz der Architektur. Und ich werde auch einige Zitate aus dem Buch jetzt dann verwenden. Und wie gesagt, es ist ein Versuch, es ist nicht chronologisch, es ist auch, ich werde keine Daten sagen, ich werde auch nicht auf die Projekte,
tief eingehen, aber wie gesagt, ein Kapitel ist die Hand und die Füße. Sie können das Zitat von Johanni Palasma selber lesen, ich muss es nicht vorlesen. Wie ich am Anfang gesagt habe, Architektur ist ein synästhetisches Phänomen und ich mache mit Ihnen jetzt nicht den Einser-Trick, den ich immer wieder, wenn Architektur oder Studenten oder Schüler ins Out kommen, um das Out kennenzulernen. Aber dieser Einser-Trick, den ich mache, ist, das basiert auf einem Text von Jan Ritchie, einem englischen Architekten, der mal in einem Text geschrieben hat, dass sie teilweise ihre Projekte kochen. Das habe ich total spannend gefunden, das Übersetzen von Projekten ins Kochen. Ich habe das einmal, ich habe eine Zeit lang einen Lehrauftrag gehabt, das auch mit meinen Studierenden gemacht und habe sie gebeten, ein Architekturprojekt mitzunehmen mit einer Fotografie. Ich bin davon ausgegangen, dass sie das Projekt nicht nur fotografisch kennen, sondern auch kennengelernt haben, indem sie dort waren, aber es war ja egal. Und sie gebeten, dieses Architekturprojekt mit Lebensmitteln zu untersetzen und diese Lebensmittel mitzunehmen. Und das war total spannend. Das ging von Dinkelnudeln bis zu Schwedenbomben. Und dann haben wir gekocht. Und das andere ist, fast jeder von uns könnte jetzt, wenn er die Augen zumacht, Geschmäcker von Materialien rekapitulieren. Also angefangen, ich kann mit Ihnen jetzt den Trick machen, machen Sie die Augen zu, ich sage Zirbe, schmecken Sie es. Oder Eisen. Oder Glas oder Plastik oder was auch immer. Und ich verwende dann immer zum Schluss den Kieselstein aus dem Bach. Und dann sage ich, woher wisst ihr, wie das schmeckt? Und das kennen Sie, wir sind teilweise auch Eltern. Es gibt so eine Phase der Kindheit, wo das Kind mit der Hand etwas begreift und im Mund nimmt. Und diese Bewegung ist Welterfahrung. Also in die Hand nehmen, im Mund nehmen, ist Welterfahrung. Und die Geschmäcker sind ja in einer Gehirnregion des Menschen integriert, so wie der Geruch, der unglaublich alt ist und eine unglaubliche Speicherkapazität hat und sehr schnell eigentlich Erinnerungen wieder hervorruft. Und ich gehe jetzt auf den Tastsinn ein. Das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist, aber ich sage jetzt, alles, was ich Ihnen sage, ist nicht konzipiert, sondern oft erst nachher irgendwie erfahren, beobachtet und dann schon irgendwie zur Erfahrung und zur nicht Vorgabe, aber zum Bestandteil des Gesprächs mit den Ausstellenden geworden. 2005 gab es die Ausstellung mit Nikolaus Schletterer und wir wollten sehr, sehr viele Fotos von ihm ausstellen, aber die Hängfläche ist gering und man wollte auch keine Fotoausstellung machen. Und dann haben wir uns entschieden, Planschränke uns auszuborgen. Und das Witzige war, man musste die Bilder erfahren, also herausschieben und dann wieder reinschieben. Und Sie kennen das vielleicht von Planschränken, das macht dann so Klack. Also das heißt, es war nicht nur eine Erfahrung mit der Hand und des Auges, sondern es war auch eine akustische Erfahrung. Und dann gab es eine auch für mich sehr wichtige Ausstellung mit Mille Maranta, Spaßler Architekten. Der Quintus und die Paula waren vor ein paar Monaten jetzt einen Vortrag. Sie sind Schüler aus Zürich und haben sehr stark diese analoge Architekturschule von Miroslav Šik genossen. Und ein Teil ihrer, wie soll man sagen, Entwicklung von Projekten besteht darin, dass sie nicht sagen, es soll blau sein oder es soll die Oberfläche haben, sondern die Oberfläche und das kannst du angreifen. Oder die Materialität oder diese Farbe. Das heißt, sie haben ein riesiges Archiv von Referenzobjekten und im Zwischenraum wurden diese Referenzobjekte wie in einem Archiv gelegt mit so Archivkarteln. Und es war unglaublich, die Leute konnten es nicht, wie soll man sagen, vermeiden, hinzugreifen. Was ja okay ist. Das zweite war, sie haben entschieden, in dem Raum ihre Projekte, die sie damals gebaut gehabt haben, in Mappen auf büttenartigem Papier, wo die Fotos, die Texte und die Pläne gedruckt waren, ohne Handschuhe anzubieten. Und ich habe damals gesagt, bitte gebt mir Papier, gebt mir die PDFs, wir müssen das sicher nachdrucken, weil das wird am Ende der Ausstellung furchtbar oder während der Ausstellung furchtbar sein. Das war unglaublich.
Und das wissen Sie, wenn etwas materiell wertvoll erscheint, geht man anders um. Und das hat eigentlich auch, diese Erfahrung hat zu etwas geführt, zu der Ausstellung mit dem Günter Wett. Er war einen Monat, ich habe ihn einen Monat nach Sao Paulo geschickt. Das Arbeitsbegriff für die Ausstellung war das, die kommunistischen Architekten. Das war Achigas, Bobardi und Mendes de la Rocha. Und er hat einige Projekte von denen fotografiert. Und wir haben dann Mappen gemacht, das Sandy, mit den Plänen, Texten und so weiter und den einzelnen in die Hand zu nehmenden Fotos vom Günther. Dies war dann in Salzburg, sie war in Winterthur und bis auf ein Blatt, das jemand halt bei der Eröffnung mit einem Weinglasl rötlich gemacht hat, hat es eigentlich überhaupt kein Problem gegeben. Dann hat uns wie so oft der Ernst Mitterndorfer geholfen für eben diese Mappen. Und so ist es dann eben, wie soll man sagen, bei einer Öffnung. Dann ist es weitergegangen mit der Ausstellung mit dem Lars Müller, also einige hunderte Bücher von seinem langen Leben als Verleger. Dann letztes Jahr die Ausstellung mit der Francesca Dorzo, wo auch dieses haptische Moment, das in die Hand nehmen, angreifen, damit umgehen, wesentlich war. Oder mit dem Werner, mit Martin Feisinger, eben diese Mappen zu den Biografien der Architekten, die im Italo-Modern 2 Ausstellung gewesen ist. Die Füße, klingt komisch, aber ist auch ein Bestandteil meiner Erfahrungsgeschichte. Und da ärgere ich mich heute noch, dass wir keinen Film gemacht haben. Das war die Ausstellung mit Dietmar Feichtinger, eine für mich damals Intervention in Innsbruck. Wir heißen nach einer Brücke und hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine wirklichen gestalterisch wertvollen Brücken, bis auf die Karwendelbrücke, ansonsten hatten wir nur Überbrückungen, würde ich jetzt mal sagen. Und die Idee war, mit der großen Expertise vom Dietmar Feichtinger das Thema Brücke in den Raum zu bringen. Und wir haben uns dann entschieden, 3 Räume mit 5 cm unter Wasser zu setzen, haben die Modelle abgehängt, haben 1:1 Brückendetails an die Wand gebracht, damit man ein Gefühl kriegt für die Dimension, hatten Mappen, hatten Monitore, wo die Bau von der Mont-Saint-Michel-Brücke war noch nicht fertig, aber es war die Simone de Beauvoir-Brücke zwischen der Bibliothèque Nationale, wo man gesehen hat, wie die eingehängt wird. Aber das Lustigste war dann eigentlich die Eröffnung, weil es war Gott sei Dank Sommer. Das meine ich jetzt auch mit Jahreszeit ist bestimmend. Wenn sie das im Winter machen, ist das ein Blödsinn. Jedenfalls, die Leute sind reingekommen. Wir hatten zwar Stiefel angeboten, aber man musste oder konnte, sollte sich die Schuhe ausziehen. Und es war jetzt nicht ein Trick irgendwie, so um das Wasser zu thematisieren, sondern das Thema der Brücke. Und leider haben wir keinen Film, weil das Schöne war, man hat plötzlich eine andere Art von, das kennen Sie, wenn es Kneipen gehen nach einer Bergtour. Da gehen die, wie soll man sagen, die Ganglien wieder auf. Und das Geräusch dann auch im unteren Raum, im unteren Raum, dadurch, dass er lichtloser Raum ist, beleuchtet von oben durch die Wellen des Wassers, hat es nicht nur Geräuschkulisse, sondern auch so eine Reflexionskulisse erzeugt. Es war eine der lustigsten Ausstellungseröffnungen, kann ich mich erinnern. Eine Ausstellung dann später, oder ich weiß nicht genau wann, das war die Ausstellung, das war ein Jahr, wo ich immer 2 Personen aus unterschiedlichen Kreativfeldern zusammengeholt habe und gefragt habe, ob sie eine Ausstellung machen. Also nicht jeder Raum hat eine Ausstellung von jemandem, sondern
gemeinsam sollen sie eine Ausstellung konzipieren. Und das war eben die Ausstellung vom Rudi Bauer mit der Susanne Fritscher. Und die Susanne hat die Räume transformiert und der Rüdi hat, also es hat geheißen 15 Minuten Susanne Fritscher, 15 Minuten Rüdi Bauer. Das heißt, 15 Minuten war der Raum, so wie die Susanne ihn hinterlassen hat, und 15 Minuten hat der Rüdi Bauer mit Videoprojektionen ihn überschrieben. Und das Lustige war, am Anfang haben die Leute gesagt, ist das Wasser? Das war aber Silikon, aber man musste sich die Schuhe ausziehen. Und es war ein sehr sinnliches Moment, weil es sehr weich war, dann die Räume waren komplett anders. Im unteren Raum hat die Susanne eben den Raum, wie soll man sagen, entdimensionalisiert. Und das Lustige war, der war wirklich unter Wasser. Aber da konnte man nicht reingehen und das Wasser war leicht eingefärbt, gelblich, und die Wände auch, und es hat ihre Reflexionen und Lichtstimmungen erzeugt. Eine andere, das haben Sie schon gesehen, das war die Ausstellung auch mit Rüdi Bauer, aber das Wesentliche an dieser Ausstellung, wie man hineinkommt, war, wir haben aus MDF-Platten gelesert, Worte der Gefahr. Und man musste über diese Schriften drüber gehen, und dadurch, dass sie nur übereinander gelegen sind, waren die wackelig. Das heißt, dieses Momentum, das ein Gefahrensbegriff ja mit Verunsicherung auslöst, hat man optisch, und nicht optisch, hat man in seiner Bewegung wahrgenommen. Ja, und jetzt komme ich zu diesem synästhetischen oder Raumempfinden des Körpers, und da muss ich auch dazu sagen, vielleicht zur Erklärung, es geht mir nicht darum, entweder oder zu sagen, sondern es gibt nur die richtigen Antworten auf die richtigen Konzepte. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Ausspielen von Haltungen, weil ich habe es nicht aufgenommen, aber wir haben eine Ausstellung auch mal gemacht mit dem Alvaro Siza, wo nur Skizzen, nur Pläne und seine Arbeitsmodelle ausgestellt waren. Das heißt, es ist nicht gegen die klassische Form der Architekturpräsentation. Aber Sie wissen auch, dass wenn Sie eine Ausstellung besuchen und es sind alle Sachen nur an der Wand, dann ist es eine Flanierausstellung. Und in dem Moment, wo Sie andere Körperwahrnehmungen, Körperbewegungen oder Haltungen einnehmen können, dann verändert sich damit auch die Wahrnehmung. Sicher eines der radikalsten Projekte war mit Numen for Use, mit dem Christoph Katzler, wo Sicherheitsnetze zusammengewebt wurden oder genäht wurden zu einem Raum. Und man konnte durch den Raum ungefähr 14 Meter lang durch den Raum gehen. Von außen hat es nicht so ausgeschaut, als dass man durchgehen kann, aber durch die Elastizität dieser Sicherheitsnetze, ich sehe die Gamni, ja, und da ist so ein bisschen... Das war die Lieblingsausstellung meines Sohnes. Bis heute gab es nichts Besseres und alles andere war nicht gut. Das war die Ausstellung mit Snoheta, wo eigentlich eine Raumlandschaft gebaut worden ist, die zu einer komplett anderen Raumwahrnehmung, aber auch wie so eine Körperhaltung im Raum geführt hat. Ja, das war Venedig, das war der Versuch mit dem Wolfgang Ciappella und mit dem Renz Feldmann, das Thema dieses Interaktiven zwischen Mensch und virtueller,
virtueller Persönlichkeit und auch dieses Verhältnis zwischen Veränderung eigentlich unseres Körpers als immer stärker behandelt durch Technologie und durch Implantate sichtbar zu machen oder spürbar zu machen. Auch ein Projekt mit Renz, das war danach, da kann dann der Renz viel mehr sagen zum Konzept, aber das ist, der Mensch braucht ganz wenige, wie viele Punkte? 15 Punkte am Körper eines Menschen, um sowohl zu sehen, ob es ein Mann oder Frau ist und welches Verhalten jemand einnimmt. Und das ist natürlich kulturhistorisch total wichtig gewesen, weil man damit auf Entfernung ein Verhalten eines ankommenden Menschen analysieren konnte. Auch ein Projekt, das mit Unterstützung von Ernst Mitterndorf entstanden ist. Dann als Reaktion auf die Corona-Phase haben wir Krater Fayan eingeladen, eben eine Rauminstallation zu machen, wo der Körper wieder spürbar wird. Und es waren eigentlich abgehängte, hat auch sehr gut gerochen, also das kann ich Ihnen jetzt nur sagen und Sie können es nicht riechen, aber es waren Fichtenhölzer, die in verschiedenen Höhen abgehängt wurden und wo man dann mit durch dieses Raumgeflecht an Holz mit Bleifäden durchgehen konnte. Da kommt wieder die Gamne. Und es hat auf der einen Seite, wie soll man sagen, einen Raumeindruck gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat akustisch gewirkt und die Bewegungen der Menschen auf der Galerie oben wurden getrackt mit einer Kamera und wurden dann unter im Zwischenraum bei einem Nadeldrucker ausgedruckt, wo sich die Besucherinnen und Besucher ihre Bilder mitnehmen, ihre Bewegungsbilder mitnehmen konnten. Und das Geräusch eines Nadeldruckers hatte ich total vergessen. Also muss ich auch sagen, das war überraschend. Ja, und Sie kennen das von Ausstellungen, wenn es um Sitzmöglichkeiten geht, so wie im Hof Immobiliendepot in Wien oder im MAG. Da werden die Stühle immer aufgestellt auf einem Podest, ja, und man kann sie nur anschauen. Aber eigentlich ist ein Stuhl zum Sitzen da. Und wie wir die Ausstellung über Reinhold Adolf gemacht haben, habe ich Gott sei Dank in Wilhaben einen Stuhl vom Reinhold Adolf ersteigert oder halt gekauft und eben zur Verfügung gestellt. Und es war witzig, weil die Konditionierung der Menschen in Ausstellungen, obwohl wir haben sogar hingeschrieben, bitte hinsitzen, ja, war so, dass sie es gefragt haben, kann ich mich hineinsetzen. Ja. Das heißt, man merkt, wie man eigentlich als Besucher von Museen und Galerien etc. schon auch von seinem Verhalten konditioniert und geprägt sind. Die Nase und die Ohren, das ist jetzt wahnsinnig schwierig, die Nase ihnen näher zu bringen oder den Geruch näher zu bringen. Aber sicher, das kennen Sie auch von Räumen, nicht? Es gibt Räume, die sind aseptisch, unangenehm, entweder durchs Putzmittel oder durch die Materialität, oder es sind Räume, wo man sich irgendwie wohlfühlt. Aber das sind meistens subkutane Botschaften, die man gar nicht so bewusst wahrnimmt. Und eine der aufwendigsten Ausstellungen war die mit der Marici Sibina Grasso Canizzo. Falls jemand in nächster Zeit nach Rom kommt, im Maxi ist eine Arbeit von ihr, eine installative Arbeit zu sehen. Die Marici Sibina kommt aus Sizilien und Sizilien ist sehr stark geprägt, auf der einen Seite durch Vulkanismus, und bis ich sie nicht besucht habe, habe ich das auch nicht gewusst. Machst du das ein bisschen leiser? Machst du das ein bisschen leiser? Also die Kanarievögel und Wellensittiche sind wichtig, ja? Aber ich erkläre sie gleich. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass vor allem in Südost-Sizilien die Erdkruste recht dünn ist, deswegen auch Vulkanismus, und das Erdöl nach oben gedrückt wurde und teilweise Steine, wie soll man sagen, getränkt haben. Und wenn Sie in gewisse Gebäude, Kirchen oder bei ihr auch wieder nach Hause gehen, dann gehen Sie in die Gebäude rein und Sie riechen das Erdöl.
Und das Konzept von der Marie Giuseppina war nicht, wie soll man sagen, Architektur auszustellen, sondern die, wie soll man sagen, hinter ihrer Arbeit und dem Ort und der Landschaft etwas spürbar zu machen. Das heißt, man konnte hier runtergehen in dieses Loch, wo ein, wir haben es nicht mit Erdöl gemacht, aber wir haben ein bisschen Erdöl reingegeben, weil das ist ziemlich unangenehm. Dann hat es zwei bewegliche Deckel gegeben, das kommt dann noch. Das eine ist dieser Vulkanismus und das andere ist eben das Geräuschkulisse ihres Büros, weil sie hat damals, ich weiß nicht, wie sie es jetzt ist, 20 Kanarienvögel und Wellensittiche gehabt. Und das war eine, es gab das Buch, das wir mit Lars Müller gemacht haben, es gab auch Filme und Fotos im letzten Raum, aber eigentlich ist man in einer Art von Atmosphäre, eine materielle, eine Stimmung eingedrungen, die etwas vermitteln wollte, was ihre, wie soll man sagen, Entwurfs- und Lebenspraxis maßgeblich geprägt hat. Übrigens, wir haben lange nach Lampen gesucht und haben es dann in einem Hanf-Shop, weil der Hanf braucht spezielle, sehr rotwellige, gelbwellige Lampen. Und ja, es läuft jetzt ein bisschen länger, ich weiß nicht, ob Sie ihn anschauen wollen, es geht noch hinunter. Also das, da merkt man irgendwie, seitdem der Günther, der Wett bei uns mit dem Nikolaus Schletterer die Fotos macht und er auch sehr gute Kamera hat und auch bereit ist zu filmen, da merkt man jetzt seit einigen Jahren, dass die Dokumentation besser geworden ist und dass man viel mehr vermitteln kann als in der Vergangenheit, nicht? Ja, die Fotografie und der Film ist natürlich ein fixer Bestandteil auch von Ausstellungen. Das hat witzigerweise auch noch mit der Geräuschkulisse zu tun. Das ist das Projekt Konstant Modern. Das ist am Flughafen in München entstanden, weil ich dort warten musste, weil ich nach London geflogen bin. Und dann geht man in so einen Flughafen-Zeitschriften-Shop rein und da gibt es halt gewisse Architekturzeitschriften. Und ich weiß nicht mehr, welche es war, aber es war am Cover Luigi Snozzi. Und jetzt oute ich mich, da habe ich gedacht, was, der lebt noch. Und dann bin ich zu Hause gekommen und habe gedacht, wie wenig, Luigi Snozzi, Architekt aus dem Tessin, ein wahnsinnig wichtiger und toller Architekt. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich, wie epochant man ist, dass man jemanden, wo man schon lange nichts mehr gehört hat, glaubt, der ist tot. Und dann habe ich eine Liste gemacht mit 80 plus aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und habe dann die Personen versucht zu kategorisieren und habe dann letztendlich Atelier 5 als maßgeblich nach dem Zweiten Weltkrieg für Siedlungswohnkonzepte ausgewählt, dann den Gastenauer als, wie soll man sagen, Phänomen im Umgang mit touristischen Bauten, Bad Gastein, dann den Gsteu aus der Holzmeisterschule, der eigentlich im Vergleich zu vielen seiner Kollegen sehr unterschätzt, meiner Meinung nach ist. Dann der Rudel Weger, der Purin hat nicht mehr gelebt, als einer der zentralen Motoren, als Zimmerer für den Holzbau und für die, wie soll man sagen, Baukultur in Vorarlberg. Und den Werner Wirsing, den in München eigentlich sehr wichtiges, wie soll man sagen, also das Olympische Dorf, das Studentendorf gebaut hat, ein ganz tolles Konzept und sehr stark beim studentischen Wohnen eigentlich. Und ich habe alle gebeten, sich drei Projekte aus der Anfangs-, der mittleren und aus der letzteren Biografie auszuwählen. Und dann habe ich mit allen Gespräche geführt und ursprünglich war geplant, ich bin mit Nikolaus alle Projekte, die ausgewählt wurden, abgefahren zu fotografieren. Und ursprünglich war geplant, dass diese Fotografien über Dias mit Diaprojektoren an die Wand projiziert werden, weil es das Medium dieser Generation war. Also
Und ich hatte davor, gebe ich zu, eine Ausstellung von der Margherita Spilottini in Wien im AZW gesehen, wo nur mit Diaprojektoren der Raum bespielt wurde. Und allein wenn man im Raum ist und da klack, 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 das ist einfach eine gewisse Art von akustischer Unterfütterung eines, wie soll man sagen, Phänomens der Bilder. Und die Margherita war ja mal da, und das war auch, sie hat gesagt, ich brauche einen Diaprojektor. Und Sie kennen wahrscheinlich viele der ikonischen Fotografien von der Margherita Spilottini, leider auch schon verstorben, über von Herzog Tömeron und anderen. Und man kennt es immer nur so aus den Büchern. Ja? Und wenn Sie diese Bilder von der Margherita so groß sehen und sie erzählt, was sie gesehen hat und was sie fotografiert hat, dann kommen Sie erst drauf, was da an Informationsdichte in den Fotografien drinnen ist, die mit einer digitalen Version gar nicht vermittelbar ist. Dann die Art und Weise, Petersburger Hängung von Werner Feisinger bei Italo Modern 2. Dann der Film, das war die Ausstellung von Rainer Köbel mit dem Lukas Schaller zu Welzenbacher, wo auf der einen Seite die einzelnen Filme in den Monitoren gezeigt wurde mit Beschreibung und dann die Summe der Themen, also der 6 Filme wurde dann groß projiziert. Dann eine Ausstellung mit dem Harun Farocki, leider vor der Ausstellung verstorben, mit dem Armin Linke, wo wir oben ein Kino gebaut haben für die Filme vom Harun. Und dann einen kleinen Raum im Raum gebaut haben, wo ein Projekt, das er initiiert hat, eine Einstellung von Arbeit auch gezeigt haben. Ja, das Wort und der Text ist natürlich bei jeder Ausstellung ein Bestandteil, wenn man Unterschriften oder Beschreibungen irgendwie natürlich gibt, aber es gab 2 Ausstellungen, die den Text in den Raum gebracht haben, das war Architektur in Wörtern, das Konzept hat Riccione gemacht und die Idee von ihnen war damals, unterschiedliche Texte aus der Architekturgeschichte, so wie wenn man jetzt die A4-Zettel in die Luft wirft und dann einfriert, in den Raum zu bringen, mit unterschiedlichen Schriftgrößen und dass sie überall lesbar sind. Und dann haben wir etwas gemacht, oder ich gemacht, der Clemens und der Tilwin und der Mario, glaube ich, waren nicht ganz so glücklich, weiß ich noch, wir haben mit Schwarzlicht in der Nacht den Raum beleuchtet und Sie wissen, Schwarzlicht, alles was weiß ist und eine gewisse, wie soll man sagen, offene Oberfläche hat, leuchtet dann weiß. Und bei der Eröffnung haben wir eigentlich im Vorfeld gesagt, man soll in weißer Kleidung kommen und Sie können sich vorstellen, wer als Einziger gekommen ist, der Heli Bruch, der ja immer weiß kommt. Das andere war, das hat auch mit dem Weißraum zu tun. Der Weißraum hat hier ja die ersten, weiß nicht, 8, 9, 10 Jahre oder wie auch immer, hier ihre Vorträge gehabt. Und da war ein Vortrag vom Andreas Übele. Und wie sich dann herausgestellt hat, hat er eigentlich Architektur studiert und ist eigentlich in die Typografie, Grafik, Leitsystem, Infografik hineingeschlittert. Und dann habe ich gesagt, das finde ich interessant, dass du irgendwie Architektur studiert hast und jetzt eigentlich Flachware machst, unter Anführungszeichen. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du mal eine Idee hast, ruf mich an. Und dann hat er mich ein paar Jahre später angerufen und gesagt, er hätte eine Idee und das war die Idee des Innsbruck-Alphabets. Er ist durch Innsbruck gegangen und hat Beschriftungen, also Hausbeschriftungen, Brunnenbeschriftungen, Lokal-, Geschäftsbeschriftungen etc. fotografiert und immer einen Buchstaben aus dieser Beschriftung herausgenommen. Und dahinter dann die Auflösung. Und da hat die Gretel Köfler, die auch heute da ist, mitgeholfen. Das heißt, es gab dann zu dem Geschäft eine Geschichte, falls vorhanden, eine historische Geschichte und von einem, da weiß ich leider nicht mehr den Namen, von einem Typografie-Historiker hat der dann über diese Schriftkultur einen Text geschrieben. Und es war eigentlich umspannend, also den Raum überspannend und dann haben wir ja Vortrag gehabt. Und dann ist das entstanden. Und das war echt witzig, ja, weil man hat die eigentlich so wie einen Vorhang aufgezogen, ja, und ist dann unter diesen Innsbrucker Schriften
gesessen und hat einen Vortrag machen können. Ja, das Buch, es gibt einige Bücher, die wir gemacht haben, das ist vor 10 Jahren ein Foto. Bücher muss man sich leisten und macht nur Sinn, wenn sie auch, wie soll man sagen, Sinn machen. Weil es ist ein wahnsinniger Aufwand, sowohl zeitlich wie finanziell, und nichts Ärgers, wenn dann ein Buch, das man produziert hat, im Abverkauf verramscht wird. Aber ich möchte nur ein paar Bücher rausgreifen. Also Italo Modern 1 und 2. Und ich habe vorhin gesagt, Inhalt und Form muss ident werden. Mit dem Willi Schmidt konzipiert. Und das erste hat sein Velour-Einband. Format haben wir entwickelt. Und zum Schluss kommt meistens beim Buch das Cover. Weil ja das Cover auch ein Bestandteil der Aussage ist, was in dem Buch drinnen ist. Ja? Und das eine, der Willi Schmidt hat eine Schrift entwickelt, also er hat eine Schrift, das ist eine italo-modern Schrift, total wahnsinnig. Und dann hat der Willi bei einem Gespräch gesagt, diese Zeit, diese 50er, 60er, 70er Jahre verbindet er mit Alpha, dann mit so also Espressi-Lokalen und so, und dann hat er gesagt, das verbinde ich immer so mit Velour. Ja? Und dann haben wir einen Hersteller in Belgien gefunden, der eben dieses Velour erzeugt hat. Das zweite war dann auch wieder Velour. Dann ist die Firma pleite gegangen und alle anderen Auflagen sind dann letztendlich anders gemacht worden, leider. Wenn wir gewusst hätten, dass diese zwei Bücher eine Auflage von mit dem Englischen von fast 10.000 Stück mittlerweile haben, hätten wir 10.000 Stück gedruckt. Das hätte sich ausgezahlt. Das ist jetzt die Neuauflage, Parkbooks, aber der erste Verlag hat gesagt, na, 57 Stück, mehr geht nicht. Dann war eine halbe Seite der Rezession in der Neuen Zürcher und dann haben meine damaligen Mitarbeiter, glaube ich, in Stundentakt nach die Schweiz Italo-Modern-Bücher verschickt. Und das Absurde, nur dass Sie wissen, warum ein Buch zu machen wirklich aufwendig ist. Die zweite Auflage, die dritte Auflage bedeutet halt wieder viel Arbeit, Geld investieren und dann ging es um die Neuauflage von den beiden, von beiden. Und die haben gekostet in der Produktion, ohne jetzt meine Zeit, ohne Werners und Martins Zeit, hat es nur im Druck 15,60 Euro pro Stück, nur Druck. Und dann habe ich verschiedene Verlage angeschrieben und gesagt, wollt ihr das Buch haben? Und es waren drei Verlage und Parkbooks hat es dann genommen und die haben dann 7,50 Euro bezahlt pro Buch. Das heißt, die haben die Hälfte der Produktionsdruckkosten bezahlt, damit das Buch in den Verlag kommt. So viel zur, wie soll man sagen, Buchmachgeschichte. Das ist das Biennale-Buch, das ist das vor 10 Jahren erschienene Buch und das ist das, wo ich früher erzählt habe. Und bin ich jetzt nicht ganz unstolz, aber alle diese Bücher wurden zu den schönsten Büchern Österreichs ausgezeichnet und dieses sogar, das verstehe ich aber bis heute nicht, wurde in Leipzig hat eine Silbermedaille weltweit bekommen. Also das ist mir nur wichtig, weil es ein wichtiges Buch ist. So, der Raum als Körper, das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber wenn es jemand gesehen hat, die Hans-Walter-Müller-Ausstellung, den ich Gott sei Dank über Lacaton Vassal kennengelernt habe, das war eben dieses Volumen, das ein lebendiges, wie soll man sagen, körperhaftes Erscheinungsbild gehabt hat. Und das Zweite haben Sie vielleicht gesehen, das war jetzt eh bei der letzten Ausstellung, die Numen for Use von Christoph Katzler, dieser Negative Space, der im Endeffekt, wie soll man sagen, wirklich zum Körper geworden ist und wie soll man sagen, so wie eine Geburt eines Raumes sich eigentlich, wie soll man sagen, ausgestülpt und wieder hineingezogen hat und das mit dem Latex, wir haben zwar einige Probleme gehabt, einmal ist es gerissen und so weiter, dann hat es aber besser ausgeschaut.
Aber das ist so auch so ein Thema, wie man Raum auch thematisieren kann, indem eben man Freaks braucht, die den Wahnsinn über 4 Jahre entwickeln, das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber überhaupt so ein Raum wie wir braucht Freaks, sonst funktioniert er nicht. Sowohl produzierende Freaks, wie auch Leute, die es interessiert. Es war übrigens das Plakat Down by Law, das in der WG von Numen for Use in Wien in der Küche gehangen ist. Und dann habe ich immer, wir haben unglaublich viele Schulgruppen gehabt, und habe ich immer gefragt, kennst du ja Jim Jarmusch? Na, wer ist das? Für mich war das eine Ikone. Ja, und dann komme ich zum Punkt, der auch jetzt mit dieser Thematik, wo ich gesagt habe, das Abwesende, wie geht man mit dem Abwesenden um? Das war das Projekt mit Volker Ginke, den ich eingeladen habe, vor seiner Emeritierung eine Ausstellung zu machen. Und es war von Anfang an klar, Volker Ginke kennt man hier als über Jahre hinweg Professor. Man kannte seine Architektur, man wusste um seine Haltung etc. Und die Frage war an ihn, ob er ein Projekt machen kann, wo seine architektonische Haltung sichtbar, spürbar, wie auch immer ist. Und das war der längste Aufbau, den wir gemacht haben. Es wurden alle alle Kesselöffnungen geöffnet, alle Niveaus in den Räumen wurden verändert. Es gab da eine Brücke, über die man gehen konnte, Stiegen, also fast Piranesi-artig. Dann gab es für mich zumindest damals eine sehr peinliche Vortragssituation, ein Macho-Gespräch zwischen Volker Ginke und Wolfi Brix, die da oben wie auf der Kanzel gesessen sind und sich beweihräuchert haben, aber das ist nur eine Anekdote. Und das Irre war, dass wirklich der Raum mit seinen, also mit seinen manifestartigen Zitaten oder Texten komplett eine andere Art von Raumatmosphäre und Stimmung und Raumproportionen gehabt hat und man eigentlich, würde ich sagen, Ginke hautnah erleben konnte. Ja, und zum Schluss die Architektur als Ausstellung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und ist es auch, aber das Out hat ja nicht nur innerhalb unseres Raumes Projekte realisiert, sondern auch außerhalb. Das war eigentlich im Rahmen der Architekturtage mit Columbus Next der Versuch, irgendwie das Thema des Inns und des, wie soll man sagen, der Beziehung zwischen der Stadt und dem Inn zu thematisieren. War ursprünglich eigentlich nicht so lange geplant, aber die Hilde Zach hat es dann genehmigt, dass es 2 Jahre stehen konnte bis zur nächsten Architekturtage. Und dann wurde aus dem Holz eine andere installative Arbeiten von Studierenden im Park gemacht. Ob es wirklich die Wahrnehmung der Innsbrucker zum Inn und zur Stadt verändert hat, traue ich mich nicht zu sagen, aber es war auf jeden Fall ein Ort, der über die 2 Jahre extrem gut besucht und genutzt wurde mit allen möglichen Veranstaltungen, die aber nichts mehr mit uns zu tun gehabt haben. Und das zweite Projekt, die Stadtstube von der Tortenwerkstatt, auch wieder der Versuch, dieses Gelenk zwischen Innsbruck-Altstadt-Brücke und St. Nikolaus an Brucken irgendwie neu zu denken, wo auch die Idee war, einen Ort zu schaffen für verschiedene, wie soll man sagen, Nutzungen. Da bin ich im Nachhinein froh, dass wir es nach ungefähr 3 Monaten abgebaut haben, weil es wurde wirklich übernutzt und teilweise auch devastiert. Also das war wirklich nicht schön, dieses Angebot gemacht zu haben und wie dann damit umgegangen worden ist. Und als Abschluss, das ist, würde ich jetzt einmal sagen, eines meiner, nach meinem Sohn, nach dem Out, ist das zweite Lieblingskind oder dritte Lieblingskind, das ist das Building, das im Endeffekt eigentlich entstanden ist an dem runden Tisch hier mit der Monika 2012. Und wo eigentlich die Moni Abendstein eben hier das Kinder-Jugend-Lehrer-Vermittlungsprogramm gemacht hat und irgendwie gesagt hat, sie kommt hier nicht weiter, weil sie keine Möglichkeiten hat, räumlich das zu realisieren, was sie will.
Und dann hat man sich eigentlich relativ naiv entschieden, wir bauen was. Und ich hatte in diesem Jahr die Biennale gemacht. Und dazu muss man sagen, man kriegt, damals bekam man vom Staat Österreich 400.000 Euro. Und wie ich die Abrechnung von der Bettina Götz gesehen habe, von der Biennale einige Zeit davor, dann wusste man, dass man ungefähr noch so viel Geld auftreiben muss, damit man Österreich in Venedig repräsentieren kann. Und die Naivität ist ja keine schlechte Grundvoraussetzung, um das anzugehen. Und dann hat man mit der Stadt geredet und die Stadt hat gesagt, also sucht einen Ort, der im Eigentum der Stadt ist, dann können wir darüber reden. Dann haben wir ursprünglich woanders, auch im Rapoldi-Park, einen Ort gefunden, haben das aber verworfen und haben auf diesem eher kontaminierten Ort, nämlich diesem ehemaligen Skaterpark, dann dieses Projekt entwickelt, das mit dem Studio 3 mit 27 Studenten im ersten Herbstsemester Entwurfsideen entwickelt worden sind, und dann hat man die Studierenden aufgeteilt in einzelne Gruppen, um das zu realisieren. Das ist die Rohzustand, so ist es natürlich nicht mehr. Das ist im Betrieb. Und ohne das jetzt weiter auszuführen, aber das ist ein Ort, wer ihn kennt, kann es erspüren. Aber das ist meiner Meinung nach einer der wesentlichen Orte für die Veränderung der Zukunft unseres Landes, weil das Ziel dort ist nicht, dass Kinder und Jugendliche dort kontaminiert werden, mit Anführungszeichen, um Architekten, Designer, Grafiker, Künstler, Bildhauer, Filmemacher, Fotografen zu werden, sondern Kreativität ist ein Bestandteil eigentlich der Persönlichkeitsentwicklung. Und die Kreativität wird leider viel zu oft den Kindern und den Jugendlichen in den Schulen ausgetrieben. Und meiner Meinung nach werden wir in Zukunft sehr viel Kreativität brauchen, weil wir auf eine Frage viele Antworten brauchen und nicht nur eine, die bekannt ist. Ja, und damit ist die kleine Tour de France durch 29 Jahre Erfahrung, die aber wie gesagt sehr stark eigentlich auf den Menschen ruht, deren Ausstellungen und Projekte Sie jetzt gesehen haben. Danke fürs Kommen.